Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Postfolge. Ja, so mehr oder weniger, weil ich habe ja nicht nur eine total tolle, sondern ich habe auch eine total verrückte Community hier um mich. Und die liebe Manuela hat sich aufgeregt, dass ich ja sie nicht mitgenommen habe zum Lipizzaner-Kauf gestern. Und ja, daraufhin wurde mein Briefkasten überschwemmt, aber nur mit lieber Post. Da habe ich mir gedacht, komm Mensch, daraus bastelst du doch nochmal gleich eine neue Postfolge. Und ja, hier ist sie dann. Manuela Purpleboard hat geschrieben. Yay! Und sie schreibt: Huhu, Ximilein, ich liebe deine Videos und deine Art, wie du zu deinen Fans deiner Community bist. Ich feiere dich einfach mal. Ich kam durch Facebook auf dich, da du manche Videos mit uns teilst in den ganzen SSO-Gruppen. Ich finde dich so, wie du bist, einfach einzigartig. Was ich ebenfalls toll finde, dass du dir, wenn du Hilfe brauchst, auch helfen lässt. Ja, da war so eine Geschichte mit TeamSpeak. Danke nochmal, Manuela, fürs ans Händchen nehmen. Bleib einfach so, wie du bist und veränder dich nicht. Wenn du Lust hast, können wir ja mal zusammen ein Video oder einen Stream machen. Wenn mein Programm laufen würde. Fühl dich gedrückt. Deine Auskunft. Ja, können wir mal machen. Schauen wir mal, wie wir das irgendwann irgendwie hinkriegen. Vielleicht machen wir ja auch mal irgendwie einen Stream mit ein paar Leuten zusammen im TeamSpeak oder so. Wir müssen mal gucken. Wir müssen das mal alles irgendwie planen. Und ja, aber dafür muss ich ja erstmal so wirklich klarkommen mit TeamSpeak. Aber da bin ich ja auf dem besten Weg und dank dir, liebe Manuela, klappt das. Ich lösche die jetzt einfach mal. Ich weiß, dass ihr sowieso meine Postfolgen gucken werdet. Also gerade du, Manuela, und die, die jetzt hier geschrieben haben und darauf lauern, dass eine Postfolge kommt. Und von daher gibt es jetzt hier heute keine schriftliche, sondern nur die mündliche Antwort. Hast du jetzt davon? Das ist meine Rache. So, und weiter geht's. Überraschung, Überraschung mit Manuela. So, ich nochmal. Du bist mir total sympathisch. Danke, liebe Manuela. Kann ich so nur zurückgeben. Dann kommt noch Brief. Brief, dann kommt noch Brief. Okay. Dann kommt noch Post von der Stella Cold Daughter. Hallöle, mir gefallen deine Videos voll gut. Vielleicht treffen wir uns ja mal in SSO. Mach weiter so coole Videos und bleib wie du bist. Deine Stella. Ja, liebe Stella, auch du bist, glaube ich, mit aus der Liga der Manuela-Leute gekommen. Wenn ich mich richtig erinnere, gehörst du da mit dazu. Deswegen auch du heute nur die mündliche Antwort, sonst kriege ich ja hier einen Krampf in die Finger vor lauter Schreiben. Na klar, wir sehen uns spätestens mal bei einem Stream oder sowas. Also irgendwie, ich bin ja oft online. Ist ja nicht so, dass ich wenig da bin. Wir werden uns schon begegnen. Danke für deinen Brief. So, dann geht das hier weiter mit der Manuela. So, meine Rache ist im Anmarsch. Ich habe mir ein paar Freunde dazu geholt, die deine Videos schauen und dich auch mögen. Wir hoffen, dass du dich darüber freust. PS, wir wissen nicht, was der andere schreibt. Deine Grace Stadtalon, Stella Gold Cold Daughter, da siehst du gewusst, ne? Und Manu, yay! Ja, und wie ihr seht, der Briefkasten ist gut gefüllt. Sie haben da gestern ordentlich dran gearbeitet. Huxim, du bist einfach ein liebevoller Mensch mit einem hammermäßigen Charakter. Danke, Manuela. So, und weiter. Die Grace. Hi, Ximena, du bist echt toll. Ich mag dich total. Badum, es macht voll Spaß, deine Videos zu schauen und du bist einfach einzigartig. Danke. Danke für deinen Brief, Grace. Und ja, schön, dass es dir gefällt und dass dir die Videos Spaß machen. So soll es ja sein. Das ist ja der ganze Sinn dahinter auch irgendwo. Überraschung, Post von Manuela. So, ich wollte dir noch sagen, dass ich jedes deiner SSO-Videos schaue und sie einfach mega finde. Danke, Manu. Und weiter geht's mit der Stella. Sorry, ich habe was vergessen. Also PS. Wirst du dir einen Lipizzaner kaufen? Und wenn ja, welchen? Ich persönlich finde ja, dass sie die Farbe recht schlecht gemacht haben. Es sieht irgendwie alles recht verwischt aus. Ich werde mir jedenfalls keinen kaufen. Mich würde deine Meinung zu den Lipizzanern interessieren. Was hältst du von den Farben und den Animationen? Ja, liebe Grüße, Stella. Gut, ob ich einen kaufe, erübrigt sich jetzt zu beantworten, wenn ihr hier einen Blick werft. Ich habe mir einen gekauft und es ist der graue aus Fort Pinter. Ja, meine Meinung habe ich gestern ausführlich in einem Video losgelassen. Naja, also die Animation vom Lipizzaner ist halt die vom englischen Vollblut. Finde ich ein bisschen schade, dass sie da nicht so was Eigenes gebastelt haben. Was natürlich cool ist, ist diese Levade und hier diese lustigen kleinen Hopsers. Hopsers? Hopser. Punkt. Diese kleinen Hopser, die er da macht, wenn man ja einfach irgendwo in der Gegend rumsteht.
Ansonsten, wie gesagt, ja, ein bisschen schade, dass er nicht noch irgendwie eine extra Animation von den Bewegungen her gekriegt hat. Ja, hier sehen wir auch noch den Schwarzen, den ich übrigens ganz schick finde mit diesem niedlichen Stern, den man jetzt hier nicht sieht. Guck doch mal her, du. Naja, gut. Aber ja, ich hatte mir ein bisschen mehr von erwartet. Auf der anderen Seite haben sie das Barocke, das bisschen Massige, haben sie ganz gut umgesetzt. Also ich sag mal so gehobenes Mittelmaß. Und ich denke auch, wir jammern natürlich auch auf hohem Niveau, muss man ja mal so sagen. Aber ja, ich glaube, es gibt mittlerweile auch genug Videos, als dass man sich die prima angucken kann und dann für sich entscheidet, ob man einen kaufen möchte oder nicht. Und ja, so viel von mir jetzt noch zum Lipizzaner. Eine ausführliche Meinung, wie gesagt, da gab es ja ein gesondertes Video drüber. Muss ich ja jetzt hier nicht nochmal alles, ne? Ja, so. Post von Manuela. Yay! So, und ich habe vergessen, dir zu sagen, dass ich froh bin, dass man mit dir auch so im TS reden kann. Na klar kann man das. Ich bin ja nicht nur via YouTube immer verbandelt. Mich gibt es ja auch mal ohne YouTube. Von daher fand ich auch das total lustig, da mit euch zu quatschen. Danke nochmal für die, ja, lustige halbe Stunde oder wie lange ich da war. Ich weiß gar nicht mehr. Halbe Stunde war es, glaube ich. War echt spaßig. So, Post von der Grace. Hi, du bist einfach perfekt. Du siehst auch voll cool aus, also in SSO. Danke, dass es dich gibt. Danke. Naja, geht so. Ich weiß noch nicht. Ich habe ja jetzt wieder die Frisur geändert. Das liegt daran, dass ich, ja, ich hatte von dieser seitlichen Frisur geändert auf die Langhaarfrisur, weil ich das so toll fand, dass die animiert jetzt ist. Und war dann aber mega enttäuscht, weil, das sieht man jetzt hier natürlich nicht mehr, aber wenn man mal die anderen Videos guckt, da gibt es einen Grafikbug scheinbar. Wenn der Reiter zur Seite guckt, dann gibt es hier hinten, also auf der anderen Seite, genau, aber hier hinten wie so eine kleine Glatze, weil sich die Haare so merkwürdig verschieben. Und das hat mich mega gestört, dieser Bug. Und ja, so habe ich mich dann gestern entschieden, auf diese Frisur zu wechseln. Mal gucken, wie lange ich die gut finde. Ja, mir wäre es, also ich würde mir mega wünschen, dass SSO mal mit neuen Frisuren um die Ecke kommt. Aber naja, da, naja, tut sich irgendwie nichts. So, Nummer 4 von Manuela. Ach ja, und ich habe vergessen, dir zu sagen, dass deine Streams einfach nur der Hammer sind, da du immer auf die Fragen antwortest. Ja, ich bemühe mich, ne? Ist natürlich, desto mehr dabei sind, irgendwann wird es schwierig. Gestern Abend der Stream, der lief teilweise so irre schnell durch, dass ja, ich wirklich in dem Rennen nur aus dem Augenwinkel gesehen habe, dass da Fragen wegrattern. Aber wir haben es, glaube ich, auch halbwegs gut auf die Reihe bekommen. Ich bemühe mich. So, die Stella schreibt, PS, hast du noch vor, dir irgendwelche Pferde zu kaufen? Und wenn ja, welche? Vielleicht könntest du ja ein Video machen, wo du die Pferde vorstellst, die dir gefallen. Wäre mega cool. Die Stella, ha, 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 ha. So, ja, also, kaufen werde ich sicherlich noch irgendwelche Pferde. Allerdings im Moment habe ich noch den Lipizzaner, dann habe ich noch den dunklen, den Dark Beam, das dunkle friesische Sportpferd und den braunen Sporty. Die muss ich alle noch leveln. Und danach werde ich mal gucken. Mal sehen. Also bisher noch nicht geplant, aber ich denke, von SSO wird ja auch nochmal was nachgeschoben werden. Und vielleicht, wer weiß, wird da dann wieder was dabei sein, was mich aus den Socken haut. Und da werde ich natürlich kaufen, klar. Und so ein Video, ja, kann ich mal machen. Ist aber im Moment relativ einfallslos, weil es echt die Friesen und die friesischen Sportpferde sind, die ich total feier. Und die sehen ja irgendwie alle relativ gleich aus, bis auf die Farben, ne? Aber ja, kann ich mal im Hinterkopf behalten und mal da irgendwann so was zu machen. So, weiter geht das mit der Grace. Huh, na wie geht's? Du bist so toll. Einfach super. Mach bitte weiter so. Für immer. Danke. Ja, mir geht's prima. Ich bin nur noch nicht so fit heute irgendwie. Mir fehlt der Kaffee. Ich bin überhaupt noch nicht zum Kaffeetrinken richtig gekommen. Das werde ich gleich, wenn ich das hier aufgenommen habe, auf jeden Fall noch nachholen. Aber ansonsten geht's mir prima. Danke der Nachfrage und ich hoffe, euch geht's auch allen gut. Die Manuela, Nummer 5. Und ich finde es so toll, dass du dir in deinen Hashtag auch helfen lässt. Keine Ahnung, was du meinst, Manuela. Streams vielleicht? Ja klar, warum soll ich mir nicht helfen lassen, wenn ich irgendwie was nicht auf die Reihe kriege alleine oder irgendwo merke, es wird schwierig und mir bietet jemand Hilfe an, nehme ich die doch gerne an. Ich denke mir auch, ihr habt da auch Spaß, wenn ihr ein bisschen mitmachen könnt und ich bin froh, wenn mir einer hilft. Also passt doch. Also von daher, klar. So, und weiter geht es mit Manuelas Brief Nummer 6. Ebenfalls finde ich es mega, dass du Faye und mir den Job gegeben hast. Ja klar, ich sag ja, ich bin total froh um eure Hilfe. Und gerade auch der SSO-Chat, das ist ja so ein bisschen Faye-Metier dann. Den kriege ich immer nicht im Auge behalten. Ich habe dann so mit einem Auge den
Stream-Chat im Auge und ja, und dann noch den zweiten Chat, der sich ja auch noch dummerweise nach jedem Rennen schließt, was ich ja total blöd finde, diese Änderung, aber nun gut, es ist so. Das wird dann mir immer ein bisschen zu schwierig, zu kompliziert, zu tüdelig. Auf jeden Fall bin ich froh um eure Hilfe. So, und weiter von der Grace ein Brief. Naximena, ich hoffe, es ist okay, dass ich dir so viel schreibe. Ich liebe dich. Danke, du bist echt toll. Na klar ist das okay. In meinem Briefkasten war ja auch noch jede Menge Platz. Danke für deine Post, Grace. Und die Manuela, Number 6, hatten wir das nicht schon? Manuela, hast du dich verzählt? Ich kann dir ebenfalls sagen, dass die meisten, die ich kenne und die deine Videos schauen, dich einfach nur feiern. Das freut mich. Ja, macht natürlich doppelt so viel Spaß, wenn man dann auch merkt, dass die Videos, die man produziert, die man ja in liebevoller Kleinstarbeit teilweise schneidet und fertig macht und aufbereitet und so weiter, dass die auch gefeiert werden und dass die Leute die gerne gucken. Freut mich total. Danke. Und nochmal ein Brief von der Manuela. Das ist nun Number 7. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zweimal Number 6 hatten. Das werde ich nachher hier in der Aufnahme sehen. Ebenfalls mag ich deine Outfits in SSO. Ja, naja, ich bemühe mich, dass das halbwegs zusammenpasst und ja. Ich tue mein Bestes. So, und die Stella. Nochmal, könntest du vielleicht irgendwann mal einen Shopping-Tour durch Jorvik machen? Ich fände das mega, mega, ne? Cool. Shopping, bis man kein Geld mehr hat. Könntest du mal ein Video machen, was so alles in deinem Kleiderschrank ist? Oder ein Alle-meine-Pferde-Videos. Also ich hatte schon mal ein Alle-meine-Pferde-Video gemacht, als ich im Urlaub war, beziehungsweise hatte dann die 10 Pferde, die zu dem Zeitpunkt aktuell in meinem Stall standen, vorgestellt. Alle-meine-Pferde-Video ist schwierig. Ich habe über 50 Pferde. Das würde, glaube ich, ziemliches Chaos. Aber ich kann sie mal Stück für Stück vorstellen. Irgendwie so kleine Einzelvideos oder was weiß ich immer, so 5 oder so. Mal sehen. Und Shopping, bis man kein Geld mehr hat, ist sicherlich auch eine lustige Geschichte. Ja, könnten wir mal machen. Allerdings brauche ich bis dafür erstmal wieder Geld. Ja, ich bin nämlich gerade ziemlich pleite, glaube ich. Und was alles in meinem Kleiderschrank ist, kann ich euch gerne mal zeigen. Das steppt allerdings im Moment das Chaos. Ich glaube, das räumt mich dann vorher erstmal auf. Aber behalte ich auch im Hinterkopf und machen wir mal, klar. Und weiter geht es mit Nummer 8 von der Manuela. Ich mal wieder. Hi Manuela, wie schön, dich mal wieder zu lesen. Das freut mich total. So, und komm her, du Balken, lass dich scrollen. Manuela. Hi. Hi, Manuela. Ich winke dir mal virtuell rüber. Öffne mich von der Manuela. So, da ich meistens, also eher kaum oder besser gesagt, gar keine Briefe an dich schreibe, dachte ich, dass ich und du Freunde dir mal, also zwei Freunde dir, mal was Nettes dalassen. Ey, Manuela, das finde ich total nett. Endlich kriege ich mal einen Brief von dir. Yay! Stella, du weißt gar nicht, wie ich deine Videos feiere. Und sorry, dass ich so viele Briefe schreibe. Jemand hat mir dich empfohlen. Hab dich ganz doll lieb. Stella. Ja. Also ich habe überhaupt keine Idee, wer das ist, der das angestiftet hat. Ich muss mal schwer drüber nachdenken. Vielleicht komme ich irgendwann mal drauf. Danke für deinen Brief, Stella. So, Manuela, Number 9. Ich mal wieder. Wir wissen wieder einmal nicht, was der andere schreibt. So, das war der letzte Brief. Wir hören uns. Ja, tun wir. Oh Mann. Aber wie ihr seht, es war noch lange nicht insgesamt der letzte Brief und außerdem auch nicht von ihr. Also irgendwie war sie tüdelig gestern. Stella, Grüße. So, kannst du bitte noch grüßen? Na klar. Die Grace Datalon, die Manuela Pöppelbart, die Anna Autumnwood, die Jenny Sunsister, die Montana Spring Garden, die April Oldmond Heart, die Sandy Strawberry Heart, die Perfect Scorpions, die Lena Springstone und die Maddie Puppyfire. Seid lieb gegrüßt von mir und von der Stella. Und weiter von der Grace ein Brief. Du bist einfach toll, ich hab dich lieb. Manu ist auch voll cool. Diese Aktion macht voll Spaß. Ach, könntest du ein paar freundlich grüßen? Danke, na klar kann ich grüßen, immer gerne. Die Stella Cold Daughter, mein Schatzi, die Manuela Pöppelbart, Nice Maus, die April Almond Heart, das Engelchen, die Sandy Strawberry Hall, mein Pikachu-Lein, die Ada Dragon Ball, der Liebling, die Maggie Puppy Fire, my Sunshine, die Leia Sunhand, Kimmy, die Josephine Strawberry Pie, Süße,
Jasmin, Ponylack, das Baby, die Jenny, Sun Sister, die Leonie, Crazy Wood, die Lena, Springstone, die Sophie, oh meine Güte, die Sophie, Beefoot, Ford, die Crystal, Summerhope, die Pia, Skyfire, die Lisa, Winterbright, die, ne? Luca, war das nicht irgendwie männlich? Luca, Ghost Lord, Amanda, Gold Wright, Ida Drangland, Mia McRider, Jenny McRider, Anna Autumn Woods und den Club Field Flower bitte auch. Danke. Ja, seid alle lieb gegrüßt von der Grace und von mir. Und weiter geht's mit Post von der Stella. Und kannst du bitte noch die Melinda Haylook grüßen und die Mood Troopers? Wäre sehr nett von dir. Dankeschön. Na, natürlich kann ich die grüßen. Fühlt euch lieb gegrüßt, Melinda und auch die Mood Troopers. Und weiter geht's mit Manuela. Number 9. Es könnte sein, dass sich Sandy Strawberry Hall und April Almond Hort auch noch melden. Nur eine kleine Vorwarnung. Ja, super, danke. Danke für die Warnung. Ich gehe dann in Deckung. Nein, die Meldung kam dann noch. So, und die Nummer 10. So, und das war echt nur eine Vorwarnung. Boah, Manuela, echt du. Du? Ja, was denn? Das Postkasten-Sprengkommando ist da. Upsi. Und egal, was ist, ich bleib dir erhalten. Das ist schön, Manu, das freut mich total. Ich dir auch. Und Post von Manu, welche Überraschung. Na, Xim, ich wollte dich mal fragen, ob das Rache genug ist. Ich finde dich einfach mal echt nice und deine Art. Und allen, deine Manuela oder deine Manu. Danke, Manu. Und weiter die Lena. Hi. 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 Hallo, Lena Springstone. Ja, vielen Dank für deine Post. So, das war's. Der Postkasten ist wieder leer. Ich habe jetzt fast 18 Minuten lang an deiner Rache gearbeitet, liebe Manu. Ja, Rache ist süß. Ich glaube, es hat dir Spaß gemacht und mir hat es auch Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch macht es auch Spaß beim Schauen. Der Brief hier von der Manu, ich weiß nicht, ob bis dahin... Nein, ich glaube, das kommt in einem anderen... das kommt in einem anderen Video, aber wahrscheinlich nach dieser hier. Nach dieser Postfolge. Also, den habe ich nicht vergessen. Da arbeite ich noch dran. Ja, ihr Lieben, das war's erstmal von mir. Der Postkasten ist wieder frei. Manuela, lass es. Vielen Dank für eure Post. Ich habe echt mega Spaß gehabt. Und wir sehen uns in einem nächsten Video. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.